Morgen. Mal sehen, dass sie gedeckt haben. Moin, Chance. Da. Doppelmord in Düsseldorf. Da dürfte jetzt sicher der Kollege Bergmann ermitteln. Apropos, hat sich der noch mal gerührt bei Ihnen? Na? Funkstille, oder was? Wissen Sie, das war nie auf Dauer angelegt und ehrlich gesagt hätte ich das auch gar nicht wollen. Nicht? Das ist ein schöner Frühling gewesen, mit dem sicheren Wissen, dass der Winter kommt. Mit meiner Hilde bin ich schon durch einige Winter gestopft. Muss man sich bloß warm anziehen, dann geht das schon. Grutze, fix. Das ist halt kein Parkplatz. Um Gottes Willen. Wie wär's, wenn Sie mal über ein neues Auto nachdenken? Meiner Hilde, wenn ich den Vorschlag machen darf, dann war nicht bloß Winter und haben wir Eiszeit. Dann kann ich ja jetzt. Guten Morgen, Frau Stockel. Guten Morgen, Herr Stadler. Haben Sie gestern vom Passau gut hierher gefunden? Ja, mittlerweile kenne ich den Weg ja recht gut. Und solange der Herr Hofer in Coburg auf Lehrgang ist, haben Sie mich jetzt wieder abgehackt. Und ich freue mich narrisch auf die Arbeit da. Den Passau Winter entfliehen. Aha. Ja, dann können Sie gleich loslegen. Es gab halt nämlich ein Leich. Ich sitze schon im Auto. Fährt er auch? Ah ja, sehr gut. Dann fahren Sie bitte Richtung Kreigling und da ist eine Abzweigung Richtung Hofstädter See. Kollege Hansen schon informiert? Der Kollege Hansen weilt in Hamburg. Was? Ja, sein Vater braucht ihn da, es kann ein bisschen länger dauern. Dann darf ich wieder mit dem werten Herrn Chef ermitteln, oder was? Das weiß ich nicht, aber Sie werden sehen, wenn's kommen. Übrigens, Ihr Motor ist ausgegangen. Oh, so ein Pech. Fahren Sie noch zu. Aber Ihr Wagen ist ausgegangen. Und ich hoffe, dass er nicht mehr anspringt. Fahren Sie noch zu. Aber heute macht's nichts, wenn ich zu spät komme. Nur zu. Soll man denken, dass du mich in den Stich lässt, Verräter! Da schau. Danke schön. Ah. Morgen. Guten Morgen, Herr Stadler. Schön, Sie wiederzusehen. Du hast eine gute Reise gehabt. Ja, geht schon. So, ist aber schlecht drauf. Hätte. Alles bestens. Was haben wir? Eine Leiche. Okay. Ja, wir haben halt nicht. Leiche ist männlich, Ende 30 und unterstochen haben sie in dem Auto da drin. Keine Papiere, kein Handy, keine Schlüssel, nicht einmal ein Autoschlüssel, keine Identität. Ja, aber ein Auto hat doch ein Kennzeichen. Ja, und dieses Auto hat auch einen elektronischen Fahrtenschreiber. Der ist auf dem Weg in die KTU. Und der Fonsi schaut sich die letzten Kilometer an. Danke. Herr Mohr? Wo ist der Dings? Wo ist der Dings? Ja, ich sehe den Dings gar nicht. Dann. Wieso sollte er da sein? Ja, weil der Hansen in Hamburg ist. Oh Gott, Sven, jetzt haben wir mehr in einem Gang. Sag mir mein kriminalistischer Spürsinn. Ach, das ist schön. Was hast du? Grüß Gott, Frau Dr. Eckstein. Herr Stadler. Herr Stadler, ich grüße Sie. Erstochen. Ja, glatt ins Herz. Vor circa 10 Stunden. Also zwischen 23 Uhr und Mitternacht. Tatwaffe? Fehlt. Es gibt auch keine Ausweispapiere. Und überhaupt ist die Spurenlage sehr dünn, wie ich aus den Bemerkungen der Spurensicherung heraushören konnte. Entschuldigung, Frau Doktor. Herr Stadler, bitte. Was ist denn? Kalli? Danke. Danke. Ich sag's einmal so, wenn der Tote auch der Besitzer von dem Wagen ist, dann heißt er Peter Ritter, wohnhaft Bad Aibling, Jutterstraße 21. Wissen Sie was, Herr Mohr? Dann schauen wir zwar, dass wir möglichst schnell nach Bad Aibling kommen. Bevor der Herr 80er da ist, gell? Das haben wir zig gesagt. Die Damen. Wer war das? Bergmann, Import aus Düsseldorf. Aha. Frauenverkoster. Ehemaliger Freund von der Eckstein, später Gspusi von der Schwester vom Hofer. Also,
heiß begehrt bei Frau. Ob bei der jetzt auch, das ist sehr zweifelhaft. Weil bei der kriegt Mann eher Frostbeulen. Da haben Sie die Hilde kennengelernt. Genau. Grüß Gott. Grüß Gott. Ah, Herr Stadler, Herr Mohr. Grüß euch. Und Einbruchspuren? Nein, nichts. Gut, dann packen wir's. Hm? Ja. Aha. Technikfreak. Wie bitte? Ein Technikfreak. Ja, ja. Herr Stadler? Hä? Ich sag Ihnen was, der Tote ist unser Mann. Ich werde das Beutel da mitnehmen. Ja, genau, das tun's. Oh, Herr Mohr, schauen Sie mal. Fällt Ihnen da irgendwas auf? Ja, schon, da sind wir Computer gewinnen. Überall Computer-Equipment, aber der Computer fehlt. Fragt sich bloß, hat ihn unser Opfer weg, oder? Der Täter. Frau Stockel, ist der Herr Stadler schon da? Nicht. Und Frau Hartmann? Gerade reingekommen. Sehr schön, dann schicken Sie sie doch bitte zu mir. Ja, Herr Bergmann, bitte. Gerade mal 6 Wochen weg und schon wieder im Einsatz. Sehr schön. Also, vielen Dank, dass Sie so schnell kommen konnten. Ja, danke Ihnen, dass Sie mich immer ganz oben auf Ihre Liste geführt haben. Na ja, da sind Sie selbst nicht ganz unschuldig, so oft, wie Sie angerufen haben. Herein. Frau Hartmann. Herr Arziger, Sie wollten mich sprechen? Ja, wenn ich vorstellen darf, Hauptkommissar Bergmann, das ist Frau Hartmann, unsere Controllerin. Herr Bergmann, ich habe schon viel von Ihnen gehört, Hartmann. Sie sind also das Original. Original? Herr Seitz hat bei aller Sympathie meinem Auge weniger geschmeichelt. Ich habe schon von Ihren Charmoffensiven gehört. Dann will ich jetzt mal meinen Charme spielen lassen. Für Ihren Aufenthalt in der Pension dürfen Sie die 60-Euro-Grenze nicht überschreiten. Ich denke, ich kann auf eine Pension verzichten. Ich habe andere Möglichkeiten. Auch gut. Mit den Spesenabrechnungen sind Sie vertraut? Ich gebe aus, Sie zahlen. Gut, dann überlasse ich Sie mal wieder Ihrem Humor. Herr Achtziger. Frau. Tja, das ist der etwas unterkühlte Charme unserer Frau Hartmann. Damit kann ich umgehen. Schau mal raus. Der Herr Stadler. Die Frau Stuckel. Sie sollen zum Herrn Achtziger kommen. Soll ich fragen, wie weit der Fonse mit dem Fahrtenschreiber ist? Ist der? Ist die Michi? Du! Was ist der Kaffee? Falle? Herr Stadler, das sagen Sie endlich. Ich habe eine Überraschung für Sie. Ah. Guten Tag, Herr Stadler. Grüß Gott, Herr Bergmann. Herr Bergmann wird wieder für Herrn Hansen einspringen. Aha. Obwohl Sie ja gerade in Düsseldorf einen sehr interessanten Doppelmord hätten. Na, hier ist es für mich wesentlich interessanter. Meine Herren. So, jetzt geht's mir wieder besser. Ich hab schon Angst gehabt, ich darf wieder unter der Aufsicht des Herrn Achtziger ermitteln. Sagen Sie mal, warum haben Sie der Frau Hofer nicht Bescheid gesagt, wenn Sie gewusst haben, dass Sie heute wieder kommen? Ich will Sie überraschen. Ob das so eine gute Idee ist? Die Beste seit langem. Herr Stadler, ach, der Herr Bergmann. Hallo. Fragt sich, wer da wen überrascht. Da bin ich wieder. Sie. Ich bin gerade angekommen. Ich springe für den Herrn Hansen ein. 4 Wochen. Ich muss schon wieder, der Herr Achtziger wartet. Frau Stockel. Frau Stockel, schön, Sie gesund und munter wiederzusehen. Dito, Herr Bergmann. Ist jetzt nicht so optimal gelaufen, was? Wahrscheinlich doch nicht die beste Idee seit langem, hä? Hoffentlich kriegt sie das jetzt nicht im falschen Hals und glaubt am Ende noch, dass ich nur wegen der Arbeit hier bin und gar nicht wegen ihr. Ich denke nicht, dass das ihr Problem ist. Vielleicht mache ich mir noch zu viel Gedanken. Herr Stadler, du bist denn da, Herr Bergmann, grüß dich. Hallo, Herr Mohr. Was bringt Sie denn in unsere schönen Gefilde? Ich weiß schon, die Frau Hofer, gell? Ja. Nein, nein, der Herr Bergmann vertritt den Herrn Hansen. Ach so, da haben wir zwar richtig Glück gehabt. So, liebe Grüße von der KTU, da haben Sie was zum Einlesen.
Wir konnten die letzte Fahrt vom Ritter rekonstruieren mit einem Fahrtenschreiber. Der war zuerst 5 Minuten vor der Rosenstraße 4 gestanden, dann ist er zum Tatort gefahren, dann war er tot und dann sind wir gekommen. Gut, dann deine Song von mir zwei jetzt in die Rosenstraße 4 und ich kläre sie inzwischen auf. Hm? Der ist uns auch geklärt. Okay. Haben wir einen Termin? Ja, schon. Ah ja, stimmt. Der Konzertplan für die nächste Saison. Jetzt habe ich mich irgendwie vom Herrn Bergmann ablenken lassen. Haben Sie schon gesehen? Was frage ich? Ihnen hat das ja sicherlich als Erste gesagt. Er stand übrigens ganz oben auf meiner Liste für einen eventuellen Hansen-Ersatz. Der selber hat auch ganz schön top gemacht. Immer wieder angerufen. Ja. Ja, dann hole ich mal meine Vorschläge für die nächste Saison. Vielleicht sollte ich Sie anrufen. Was meinen Sie? Ich könnte Sie zum Mittagessen einladen, aber nicht ins Times Square. Missverständnis, das soll man sofort aus dem Weg räumen. Finden Sie nicht auch? Also ich finde, dass Sie allmählich Ihren Ausweis rausführen sollten. Grüß Gott. Stadler, Grippo Rosenheim, das ist mein Kollege, der Herr Bergmann. Und Sie sind? Karin Brandl. Wir kennen Herrn Ritter. Er war Geschäftspartner Ihres Mannes. Ich bin Gesine Brandl, Ihre Schwägerin. Was für ein Geschäft hat denn Ihr Mann? Er hat eine Firma, die das Online-Portal eines großen Bibelverlags betreut. Herr Ritter war Mitbegründer. Ist aber seit circa 5 Jahren ausgestiegen. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr zu ihm. Stimmt doch, Karin? Auch gestern nicht? Nein, auch gestern nicht. Schade. Wissen Sie, der Wagen von Herrn Ritter, der stand gestern Abend um 22.45 Uhr vor Ihrem Haus. 5 Minuten lang. Und innerhalb der nächsten Stunde wurde Ritter getötet. Er war nicht bei mir. Wo waren Sie nun besagte Zeit? Daheim, hier. Allein? Ja. Und wo waren Sie? Bei mir. Ich wohne gleich da hinten. Ich war auch allein. Gut. Schauen Sie, wenn Sie bitte Ihren Mann sagen, er soll möglichst schnell zu uns aufs Kommissariat kommen. Hm? Danke. Wiederschauen. 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 Hat die Frau Hofer was verzeiht? Ach, wir haben über den Konzertplan für die nächste Saison gesprochen. Warum? Ah ja, also vorhin, wie die Frau Hofer dem Herrn Bergmann begegnet ist, da... Bitte, Frau Stockel, seien Sie so gut und verschonen Sie mich mit Ihren Analysen. Bitte. Also ich glaube, das ist aus. Bitte? Vielleicht da ist ihm ja. Ja, was denn? Vorhin, als die Frau Hofer dem Herrn Bergmann begegnet ist, da hat die total überrascht getan. So? Ja, und außerdem habe ich mich eh schon gewundert, warum sie ihn in letzter Zeit mit keiner Silbe erwähnt hat. Also ich glaube, der Kass ist bissen. Frau Stockel, gerade vorhin hat der Herr Bergmann gesagt, dass er in keine Pension gehen will. Er habe andere Möglichkeiten. Das kann ja wohl nur die Frau Hofer sein. Oder eine andere Dame. Also, was Sie da so zusammen kombinieren. Tja, es bringt die Arbeit bei einer Mordkommission so mit sich. Ja, schön, dass Sie gleich gekommen sind, Herr Brandl. Meine Frau hat es mir erzählt. Herr Ritter ist tot. Sie waren einmal Geschäftspartner, gell? Ja, wir haben die Firma gemeinsam gegründet. Wir kannten uns vom Studium. Vor 5 Jahren ist Ritter dann ausgestiegen. Was war der Grund? Streit? Nicht ganz. Karin, also meine Frau, arbeitete damals in der Firma. Ritter und ich, wir verliebten uns in sie. Es führte zu Komplikationen, wie Sie sich denken können. Karin hat sich dann für mich entschieden. Daraufhin stieg Ritter aus der Firma aus. Und Ihre Frau arbeitet immer noch in der Firma? Nein. Sie bekam vor 1 Jahr eine rätselhafte Nervenkrankheit. Seitdem ist sie in Behandlung. Sie war erst kürzlich auf Reha. Wo?
in Neutrauchburg. Das ist ein Luftkurort im Allgäu. Schön. Also, das Allgäu. Wo waren wir denn gestern zwischen 23 und 24 Uhr? In der Firma. Allein? Allein. Ich arbeite oft bis spät in die Nacht. Schlecht. Nicht erschrecken. Dirk! Keine Sorge, ich bin nicht wegen dir hier. Wie beruhigend. Wie geht's? Immer noch denselben verliebt. Die Frage kann ich zurückgeben. Noch immer an Frau Hofer interessiert? Ja. Ja, aber das traust du mir natürlich nicht zu. Biene, ich brauche deinen Rat. Mein Start war diesmal etwas unglücklich. Ich habe Marie nicht gesagt, dass ich komme. Ich wollte sie überraschen. Aber wie es der Zufall will, sind wir uns vorhin schon im Büro über den Weg gelaufen. Wo ist das Problem? Naja, sie denkt jetzt wahrscheinlich, dass ich gar nicht wegen ihr gekommen bin. Und könnte den Eindruck haben, dass ich nichts mehr von ihr wissen will. So komplizierte Gedanken in deinem Kopf? Ja, manchmal gehe ich auch über mein Stammhirn hinaus. Ihr habt doch sicher öfter miteinander telefoniert und darüber gesprochen, wann ihr euch wiedersehen könnt. Und da finde ich so eine Überraschung eigentlich total süß. Wie? Du hast nicht dir telefoniert? Mensch, Dirk! Wieder deine alte Tour. Ich hatte wahnsinnig viel um die Ohren. Ich glaube, du redest da vom falschen Organ. Gibt's da was Neues? Er ist immer noch tot. War ein gut aussehender Kerl. Ja. Ah, du fragst dich, ob da eine Frau mit im Spiel gewesen sein könnte. Ja, wenn einer so aussieht, dann sollte man schon auch ein Beziehungsdrama in Betracht ziehen. Dann pass bloß auf, dass du nicht bald hier liegst. Ah, Herr Kollege? Ja? Ich habe mir noch mal die Fahrten vom Ritter angeschaut. Sehr interessant. Er ist insgesamt dreimal in Rosenheim gewesen, davon immer in der Rosenstraße. Beim ersten Mal ist er für ca. 20 Minuten vom Haus vom Ehepaar Brandl gestanden. Beim zweiten Mal, zwei Tage später, ist er vor dem Haus von der Gesine Brandl gestanden, also von der Schwägerin, für 2 Stunden, und zwar von 16 bis 18 Uhr. Und beim dritten Mal, die 5 Minuten, ist er dann wieder vorm Haus vom Ehepaar Brandl gestanden. Und danach ist er ins Messer gelaufen. Was hat er bei der Schwägerin gesucht? Ich habe mit Steuerberater geredet, vom Ritter. Der Ritter, das war ja ein Computertechniker. Selbstständig, Ein-Mann-Betrieb, deswegen auch der Fahrtenschreiber. Finanzamt hat nämlich gesagt, er muss. Der hat immer so Netzwerke eingerichtet und gewartet. Aber die Firma ist halt sehr schlecht gegangen, ganz schlecht. Kurz vor der Insolvenz, der letzte Auftrag war vor 3 Wochen, da hat er auch gewartet. Im Schlosshotel von Neutrauchburg. Neutrauchburg? Neutrauchburg. In Neutrauchburg war die Karin Brandl auf Kur. Wann? Ja, weiß ich nicht. Kürzlich. Herr Mohr, ging uns bitte der Sache nach. Telefonieren Sie am besten mit dem Ehemann. Ja? Und wir schauen, dass wir zur Schwägerin kommen. Grüß Gott, Frau Brandl. Grüß Gott. Guten Tag. Bescheidene Frage. Warum haben Sie uns verheimlicht, dass der Herr Ritter 2 Tage vor dem Mord zwischen 16 und 18 Uhr da vor Ihrem Haus gestanden ist? Tja, davon habe ich nichts gewusst. Um die Uhrzeit war ich gar nicht da. Ich vermute mal, mit Gartenarbeit verdienen Sie nicht Ihren Lebensunterhalt. Nein, ich arbeite für die Firma meines Bruders. Was machen Sie da? Die Buchhaltung. Allerdings habe ich die Woche frei. Das hat aber nichts mit einem möglichen Besuch vom Herrn Ritter zu tun, oder? Nein. Wir kommen wieder. Okay. Stinkt doch zum Himmel. So schaut mir Hilde auch immer, wenn sie was verheimlicht. Wiederschauen. Wiedersehen. Ja, wo bleibt's denn? Ich trinke ja viel zu viel Kaffee. Folgendes. Vor 4 Wochen, wie die Frau Brandl in Neutrauchburg zur Kur gewesen ist, da ist auch der Herr Ritter in Neutrauchburg gewesen. Und zwar im Schlosshotel, weil er dort in das Netzwerk gewartet hat. Und jetzt habe ich dem Rezeptionisten vom Hotel, dem Herrn Heidmann, ein reizender Mensch, nimm uns doch Platz, habe ich dieses Foto von der Frau Brandl gemimst. Bitte? Ja. Und der Herr Heidmann hat die Frau Brandl sofort erkannt. Warum? Weil die war natürlich öfter im Zimmer von Herrn Ritter. Das ist doch schon mal was. Ja.
Und dann hat mir der Herr Heidmann noch erzählt, dass sich auch ein Privatdetektiv für die Frau Brandl interessiert hat. Und da sind die Unterlagen. Sehr gut, Herr Mohr. Danke. Herr Mohr, hat die Spusi schon was im Ritter seiner Wohnung gefunden? Na, aber wir sind dran. Der Privatdetektiv Wotan Rosenheim. Ja. Befragen Sie den, Herr Mohr. Sehr gerne, aber bitte erst morgen. Heute Abend gehe ich kegeln. Was, schon Feierabend? Nein, ich mache heute früher Schluss. Herr Mohr, haben wir die Verbindungsdaten vom Ritter sein Handy schon? War ja kein Handy am Tatort. Ja, ich rede ja auch nicht vom Handy, sondern von den Verbindungsdaten der Telefongesellschaft von seinem Handy. Also jetzt habe ich also nicht gekümmert. Gut, dann morgen gleich, gell? Und jetzt gut Holz. Ja, bitte. Ach so, ja. Gute Zeit. Und mir? Fahren zur Karin Brandl, bevor wir Feierabend machen, oder? Danach ein kleiner Drink im Times Square. Why not? Der Peter, Herr Ritter, hat mich erpresst. Als ich in Behandlung war wegen meiner Nerven, als mir nicht so gut gegangen ist, da habe ich nochmal angerufen. Ich habe ihm erzählt, dass ich nach Neutrauchburg auf Reha gehe. Ja, und dann hat er mich dort besucht. Er hat dort zufällig zu tun gehabt. Zufällig? Und das haben Sie so geglaubt? Na, aber es war mir egal. Ehrlich gesagt hat es mir geschmeichelt, dass er so einen Aufwand betreibt, um mich wiederzusehen. Und dann ist das Unvermeidliche passiert. Ja, wir haben aber nicht miteinander verbracht. Weiß Ihr Mann davon? Herrgott, na. Ist er recht eifersüchtig, Ihr Mann? Wolfgang ist ein sehr religiöser Mensch. Das ist manchmal. Manchmal ist es nicht so leicht. Und der Herr Ritter, was war das für ein Mensch? Der Peter war das Gegenteil von meinem Mann. Lebenslustig, feierfreudig, leichtsinnig. Mit ihm konnte ich einfach einmal wieder lachen. Mit was genau hat er Sie erpresst? Er hat unser Zusammensein. Er hat es heimlich aufgezeichnet. Ich musste nur 20.000 geben, damit das meinem Mann nicht sagt. Wann war das? Gestern Abend. Er hat klingelt, ich hab ihm das Geld gegeben und dann ist wieder gegangen. Woher hatten Sie das Geld? Na, ich hab's von meinem Konto abgehoben. Was wäre denn, wenn Ihr Mann das Material sehen hätte? Katastrophen wäre das. Ich denke, Ihr Mann weiß es. Er hat Privatdetektiv engagiert. Sagen Sie mal, trauen Sie dieser Frau den Mord zu? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Ja, sie stand unter gewaltigem Druck, aber es sieht ja auch nicht nach einer Verzweiflungstat aus. Der Täter hat Papiere und das Handy mitgehen lassen. Den Computer nicht zu vergessen. Es ist zwar noch nicht raus, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass da dieses erotische Filmmaterial drauf war. So ein kalkuliertes Vorgehen trauen Sie also nicht zu. Sie? Na, eher dem Ehemann. Bis gleich im Times Square. Ja. Frau Schockel, Bergmann hier. Könnten Sie für uns das Konto von Karin Brandl überprüfen? Wir würden gerne wissen, ob sie vor kurzem 20.000 Euro abgehoben hat. Die Maitre Chocolatier von Lindt haben eine bezaubernde Geschenkidee kreiert. Den Schokoteddy. Geschmückt mit einem roten Herz. Wenn etwas von Herzen kommt, sagt man es am schönsten mit dem Teddy von Lindt. Schüsseln ist ein Teil meines Lebens. Es gehört zu meinem Alltag. Natürlich schüssle ich mit Schüsslersalzen von Pflüger. Pflüger steht für Qualität zum fairen Preis. Schüsslersalze von Pflüger. Die mit dem P. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rückenschmerzen? Na dann probier mal Finalgon. Fühlt sich erst so an. Und dann so. Finalgon erzeugt starke Tiefenwärme und entspannt die Muskulatur. Finalgon. Heizt ein, tut gut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Eigentlich wollte ich ihn ja ignorieren. Meinen Geburtstag. Aber ich lasse mir doch nicht die Gelegenheit entgehen, ein tolles Kleid zu tragen. 50 Jahre Leidenschaft für Mode und tolle Frauen. Feiern Sie mit auf peterhahn.de. Somfy. Somfy. Und dein Zuhause denkt für dich mit. Somfy.
Somfy. Du und dein Haus auf einer Wellenlänge. Somfy. Happy Birthday! Danke für die Einladung. Hallo, Mama. Showtime. Die beste Idee, um Freude zu teilen. Über die Besten freut sich jeder. Ob über den Wolken oder im Ausland oder irgendwo mittendrin. Wir sind die gelben Engel und immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen. So prickeln kann trocken sein. Los, zur Toilette! Schnell jetzt! Hey, nicht so viel Kaffee! Wenn die Blase ständig nervt, Granofink Femina. Die Kombination von Arzneikürbis und Sumach reduziert häufigen Harndrang spürbar. Granofink Femina. Für eine starke Blase. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Yo, bringe auf mein Licht! Neues von den Mitarbeitern der Rügenwalder Mühle. Unser Ziel war, wirklich die beste Currywurst zu machen, die es gibt. Mit Bratwurst vom Grill. Also Currywurst muss mit Bratwurst. Boah, das muss lecker sein. In dem Moment hast du dann Heißhunger drauf. Ja, auch die Frikadellen sind wunderbar. Super lecker. Ja? Mühlen Currywurst und Curryfrikadellen. Jetzt neu im Kühlregal. Das nenne ich fair. Jetzt bei Apollo Optik. 3 Brillen zum Preis von einer. Eine Brille für Sie, eine Brille zum Wechseln und eine Brille zum Verschenken. Apollo Optik, das A und O bei Brillen. Lecker Bambini-Mozzarella. Nur von Goldsteig, aus gesunder Kuhmilch vom grünen Dach Europas. Probiert doch mal den nussig-feinen Emmentaler. Richtig lecker, wie alle Käsespezialitäten von Goldsteig. Goldsteig, natürlich aus Bauernhand. Ohne Technik. Jetzt gratis von Zentrum Multivitamin. Zu jedem Aktionspack gibt es 7 Übernachtungen in einem Wellness- oder Komforthotel. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Und so schnell. Jetzt neu. Die Aspirin-Tablette mit Mikroaktivtechnologie für eine doppelt so schnelle, deutlich spürbare Schmerzlinderung. Wer ist weg? Der Schmerz ist weg. Das neue Aspirin. Nicht nur schnell, sondern doppelt so schnell. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Filmhighlight am Dienstag. Es besteht der dringende Verdacht, dass Sie Ihren Ehemann Alfred Brauer erschossen haben. Starke Frau. Ich arbeite hart und habe Erfolg. Ist das eine Schande? Oder kaltblütige Mörderin. Dafür wirst du bestraft werden. Die Holzbaronin. Heute 20.15 Uhr im ZDF. Jetzt geht's weiter mit den Rosenheim-Cops. Präsentiert von Wildener Gebirgskräuter. Herr Bergmann, hab schon gehört, dass Sie wieder da sind. Sehnsucht gehabt nach Ihrem Ingwerbier. Ja? Auch. Ja, das Ding haben wir schon, dass das nicht der einzige Grund ist. Herr Stadler, auch ein Ingwerbier. Ingwer, ich bin ja nicht krank, also ich überlege noch. Ja. Marie, das ist jetzt ein glücklicher Zufall. Ich weiß, ich hätte dir Bescheid sagen sollen, dass ich komme, aber ich wollte dich überraschen. Allerdings bin ich im Büro vor all den anderen. Und angerufen habe ich nicht, weil ich bin nicht so gut am Telefon. Weißt du, eigentlich wollte ich vor deiner Tür stehen und wenn du aufmachst, dich in meine Arme nehmen und küssen. Aber jetzt bricht dabei kein Abdirk. Keiner verlangt von dir, dass du wegen mir Pioretten drahst. Wirklich nicht. Das ist meine Marie. Trotzdem will deine Marie jetzt gehen. Weißt du, ich muss den Konzertplan für den 80er bis morgen überarbeitet haben und bin ohne Auto da. Bleiben Sie noch länger, Herr Stadler, oder darf Sie mich mitnehmen? Ansonsten rufe ich mal ein Taxi. Quatsch, das kann ich doch machen. Na, passt schon, du. Zu umständlich, da muss bloß wieder in die Stadt zurück. Gut, dann packen wir's. Für gut benannt. Bis dann, Dirk. Für dich. Servus, Joe. Irgendwas muss ich da verpasst haben. Ja, ich auch.
Mein Auto steht da. Irgendwie habe ich mir die Situation klar machen müssen. Verstehe. Pädagogisch. Wie sag ich's meinem Kind? Sieh, ich hab noch einen kalten Braten im Kühlschrank. Und sicher ein gescheites Bier. Ja. Auf ins Paradies. Bis gleich. Morgen. Morgen. Ja, Herr Stadler, schon wieder das Frühstück gemacht. Gelte Chance. Kaffee, Joe? Ja. So. Bitte schön. Gesschen. Da, Chance. Alle Hotelzimmer in Rosenheim sind ausgebucht wegen der Landwirtschaftsmesse. Aha, wolltest du da vielleicht hin? Nein, das nicht. Es ist wegen einem Kollegen Bergmann, weil der mir verzeiht hat, dass er das Pensionsangebot von der Frau Ortmann ausgeschlagen hat. Weil er davor ausgegangen ist, dass er da sein Nest hat. Ja, denke ich auch. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Nein, das nicht. Mich würde bloß interessieren, wo er runtergekommen ist. Hm? Gackerl? Ja, Gackerl. Hotel Eden, das ist das teuerste von der ganzen Stadt. Ich weiß. Und es war auch nur noch eine Junior-Suite frei. Wie wollen Sie das der Frau Ortmann verklickern? Notfall. Landwirtschaftsmesse. Herr Bergmann, ich sage Ihnen eins, da werden Sie mit Ihrem Charme auf Granit beißen. Mal sehen. Morgen. Morgen, Michi, der Bergmann wohnt im Hotel Eden in der Junior Suite. Respekt, darf ich dabei sein, wenn die Frau Ortmann sie auspeitscht? Morgen allerseits. Morgen. Guten Morgen, der Herr Bergmann wohnt im Hotel Eden in der Junior Suite. Aha, haben wir geerbt, ja. Ja. Guten Morgen. Ich darf mir einen Kaffee nehmen? Bitte. Ist irgendwas? Ich wohne im Hotel Eden in einer Junior Suite. Wie schön für Sie. Mit meinen 60 Euro Übernachtungszuschuss können Sie rechnen. War doch ganz leicht. Herr Mohr? Ja? Was gibt's denn Neues von der Spusi-Front? Naja, also die Spusi, die hat die ganze Wohnung vom Ritter auseinandergenommen. Sie haben aber nichts Relevantes gefunden, bis auf eines. In der Wohnung vom Ritter hat doch der Computer gefehlt. Haben die den gefunden? Nein, aber einen NAS-Server haben sie gefunden. Hä? Auf Deutsch Network Attached Storage. Es ist ja so. Jeder Computer trägt in sich einen Festplattenspeicher, weil sonst kann man ja nicht speichern. Aber manchmal, da wird dieser Festplattenspeicher ausgelagert, bleibt aber drahtlos mit dem Computer verbunden. Und genau sowas hat der Ritter in seiner Wohnung gehabt. Also Klartext, es sind alle Daten da. Ja, freilich. Auch das Video, mit dem er die Frau Brandl erpressen wollte. Das heißt, wenn der Täter diesen Computer gestohlen hat, dann war das für die Katz. Und ihren Privatdetektiv, den habe ich auch. Auch schon? Zuerst hat er recht gezickt. Aber wie ich gesagt habe, dass es um Mord geht und vor allem, nachdem ich den Namen Ritter erwähnt habe, hat er gesungen wie ein Zeisel. Sein Auftraggeber, das war nämlich der Wolfgang Brandl. Überrascht uns das? Nicht wirklich. Was ist denn mit den Handydaten von Herrn Ritter? Gibt's da auch schon einen schnellen Moor? Danke, haben wir. Aber wiederum, nur die Verbindungsdaten, nicht das Handy selber, gell? Und? Na ja, ein Anruf ist vielleicht schon von Interesse. Und zwar von der Gesine Brandl. Sie meinen nicht Karin Brandl? Nein, Gesine Brandl, die Schwägerin. Die hat nämlich beim Ritter angerufen, genau einen Tag, nachdem er das erste Mal bei der Karin Brandl gewesen ist. Und ihr geht's zum Fernsehen, die KTU. Was ist denn? Der Herr Brandl ist jetzt da. Ja, lassen Sie ihn am Vernehmungsraum bringen. Übrigens, die Karin Brandl hat tatsächlich vor 3 Tagen 20.000 Euro abgekommen. Vielen Dank, Frau Stockel. Gerne. Okay. Sie machen den Bruder, ich die Schwester. Klar. Übrigens, Herr Schadler, hat Marie noch was gesagt? Ja, also kann man das später machen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen im Fall weiterkommen. Klar. Mittag erstmal im Times Square? Wenn Sie mir einladen. Wir haben das Haus von unseren Eltern geerbt. Ich habe meinen Bruder ausgezahlt und er hat mit dem Geld die Firma gegründet. Da hat er ja was Vernünftiges angefangen mit dem Geld, wenn man sein Haus so sieht. Ja, er hat es besser gemacht als ich. Jetzt arbeite ich für ihn.
Bitte schön. Sagten Sie schon. Danke. Ups, die Firma läuft gut? Ja, sehr gut. Seine Buchhalterin muss ich das ja wissen. Er ist ein gemachter Mann. Und die Ehe? Auch tadellos? Da berühren Sie ein sensibles Thema. Dann haben Sie also den Detektiv auf Ihre Frau angesetzt? Ja. Frage, woher das Misstrauen? Sie müssen doch irgendeinen Anfangsverdacht gehabt haben. Naja, meine Frau lässt öfter ihr Handy herumliegen. Also nicht, dass Sie jetzt denken, ich spioniere ihr nach. Ja, ja. Ich habe rein zufällig gesehen, dass da eine SMS auf dem Display stand. Normalerweise interessiert mich das natürlich nicht, aber als ich gesehen habe, dass der Absender Ritter war, da... Da hat Sie das dann doch interessiert, gell? Ja. Aus der SMS konnte ich schließen, dass die beiden miteinander telefoniert hatten. Und da bin ich natürlich misstrauisch geworden. Dann haben Sie den Privatdetektiv auf Ihre Frau angesetzt. Wolfgang war als Kind schon sehr erwachsen. Ziemlich intelligent und altklug. Ein richtiger Prinzipienreiter. Das klingt ja nicht sehr freundlich. Ich bewundere sein Fleiß und seine Zielstrebigkeit. Aber ansonsten ist er ein ziemlich trockenes, steinhartes Brötchen. Und seine Frau hat unter diesem Brötchen gelitten? Sie sollte es mir beichten. Aus freien Stücken. Hat sie dann leider nicht gemacht. Und jetzt? Wollen Sie sich scheiden lassen, oder wie? Nein. Ach, stimmt. Der Nebenbuhler ist ja tot. Ich habe den Eindruck, Ihre Feststellung zielt auf einen Vorwurf ab. Na, Unterstellung trifft's besser. Sie können gehen, Wiederschauen. Ich habe Herrn Ritter nicht getötet. Sowas verbietet mir schon mein Glaube. Amen. Herr Stadler? Ja? Dass Sie mich verdächtigen, ist klar. Aber verdächtigen Sie auch meine Frau? Gegenfrage. Trauen Sie ihr die Tat zu? Meine Frau ist ängstlich, labil, manchmal furchtbar irrational. Zutrauen würde ich sie ihr nur als Spontantat. Naja, so spontan hat jetzt das nicht ausgeschaut. Bleiben praktisch bloß nur Sie übrig. Ja, ich werde trotzdem ruhig schlafen. Den Schlaf des Selbstgerechten. Frau Stockel, ich bin dann jetzt im Times Square, gell? Ich weiß schon, der Michi hat mir schon verzeiht, dass der Bergmann Sie zum Mittagessen einlädt. Ach, dann richten Sie ihm doch bitte von mir aus, dass er ja nicht auf die Idee kommen soll, dies als Spesen abzurechnen. Keine Sorge, Frau Ortmann. Wir haben den Herrn Bergmann diesbezüglich schon abgerichtet, dass bei Ihnen nichts zu holen ist. Gut, dann werden wir uns ja wunderbar verstehen. Ich glaube weniger, der Bergmann steht auf Frauen und nicht auf Rechenmaschinen. Frau Stockel. Ich weiß. Es war nicht sehr nett, aber unheimlich befriedigend. Mahlzeit. Mahlzeit. Wissen Sie, Karin war sehr verzweifelt. Sie hat mich um Rat gebeten. Daraufhin habe ich Herrn Ritter angerufen und ihn mit der Polizei gedroht. Er hat aber nur gelacht. Aber jetzt wusste er natürlich, dass Karin mich eingeweiht hatte. Vielleicht hat er deswegen mein Haus beschattet, als er das zweite Mal nach Rosenheim gekommen ist. Sie sagten doch, dass er 2 Stunden vor meinem Haus stand. Ja, ja, richtig. Als er das zweite Mal herkam, stand sein Wagen 2 Stunden vor Ihrem Haus. Ich habe gestern gelogen, weil ich Karin schützen wollte. Wenn die Polizei von der Erpressung erfährt, dann weiß es auch bald Wolfgang. Und dann gibt's da nichts mehr zu lachen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, Ihr Bruder wusste es. Lange bevor Sie es erfahren haben. Das glaube ich nicht. Warum? Weil Sie ihm nichts angemerkt haben? Ja. Er hätte sich nie so verstellen können. Anscheinend besitzen nicht nur Sie diese Gabe. Was hat Marie denn noch gesagt? Nicht viel. Aber wie man eindeutig raushören konnte, ist für Sie der Fall Bergmann abgeschlossen. Unsinn. Da haben Sie was Falsches herausgehört. Und wenn's meiner. Wir sind im besten Einvernehmen auseinandergegangen. Es gab nicht den Hauch einer Unstimmigkeit zwischen uns. Mensch, Mann. Und, passt das? Gut, ich habe mich nicht gemeldet, aber Sie sich auch nicht. Eben. Was eben? Ja, sie hat sich nicht gerührt, weil für sie das Thema durch ist. Quatsch. Mensch, Mann. Frauen wollen begehrt werden. Sie will einfach, dass ich mich noch mehr um sie bemühe. Mensch, Mann. Jetzt hören Sie doch auf mit diesem blöden Wenn's mein. Telefon. Was läuft es da zwischen ihm und... Marie. Da läuft nichts mehr. Okay.
Marie! Bloß, ihr wollt's halt noch nicht wahr haben. Ja. Ja, klar, kein Problem. Ja, ich bin da. Ich freue mich. Das war Marie. Ich will mich sehen. Heute Nachmittag im Büro. Sehen Sie? Schon passiert. Was? Na, sie hat Sehnsucht nach mir. Und jetzt sagen Sie bitte nicht wieder, wenn's meint. Moment. Wo seid ihr eigentlich die ganze Zeit? Da das Geschwisterpaar Brandl draußen sitzt, gehe ich davon aus, dass es was Neues gibt. Hä? Mhm. Hat er mal was mit dem Teller vom Ehepaar Brandl für ein schönes Messer gefunden haben. Das Blut ist vom Opfer und die Fingerabdrücke sind von der Karin Brandl. Und die Karin Brandl ist im Vernehmungsraum. Ich bin's nicht gewesen. Und wie erklären Sie sich dann, dass Ihre Fingerabdrücke da drauf sind? Ja, weil es mein Küchenmesser ist. Aber zugestochen haben Sie damit nicht? Na. Frau Brandl, Sie haben ein Motiv. Kein Alibi. Und Ihre Fingerabdrücke sind auf der Tatwaffe. Es wäre besser, wenn Sie jetzt gestehen. Ja? Grüß Sie, Frau Stockel. Frau Hofer, grüß Sie. Mei, das tut mir jetzt leid. Der Herr 80er, der telefoniert schon seit einer halben Stunde mit dem Dr. Lauser König und der Herr Bergmann ist in einer Vernehmung. Kann ich warten? Auf wen? Herrn Bergmann. Ja, da trinken wir jetzt eine schöne Tasse Kaffee. Gell, haben Sie schon gehört? Der Herr Bergmann hat im Hotel Eden übernachten müssen, weil alles ausgebucht war wegen der Landwirtschaftsmesse und die Frau Ortmann hat natürlich kein Einsehen. Und jetzt fragen Sie sich, warum er nicht bei mir übernachtet hat. Ja, Sie werden schon Ihre Gründe gehabt haben. Hobby, ja, danke. Und ich verzeih's Ihnen. Nein, müssen Sie nicht. Schauen Sie, für mich war es vorbei, als er gegangen ist. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass er wiederkommt. Kommt auch selten vor bei Männern. Wie dachten Sie es einem Mann sagen, dass es vorbei ist? Mei, schwer. Die meisten verkraften das ja nicht. Darum gibt's ja unsere Mordkommission. Aber eins finde ich gut. Was? Dass es ausgerechnet dem größten Weiberhelden passiert ist, den unser Kommissariat je gehabt hat. Ha, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, der muss für jede Frau büßen, der das Herz gebrochen hat. Das war aber nie meine Absicht. Aber Amors Plan. Karin. Wolfgang. Und? Wenn Sie wissen wollen, ob sie gestanden hat. Hat sie nicht. Wen rufst du es an? Naja, sie wird jetzt einen Anwalt brauchen. Stempel, wichtige Neuigkeiten. Tut mir leid. Das ist jetzt wichtiger für mich. Machen Sie das. Hallo. Du, wo könnte man ungestört reden? Verhörraum. Was ist jetzt da wichtig? Ein Geständnis. Folgendes. Die KTU hat auf der NRS-Festplatte ein Telefonat gefunden. Und zwar zwischen dem Herrn Ritter und der Frau Gesine Brandl. Okay. Frau Brandl, wenn Sie bitte noch einen Moment warten würden. Ich auch? Wenn Sie so freundlich wären, ja. Wegen der Tonqualität sagen die in der KTU, dass dieses Gespräch mit einem Handy aufgezeichnet worden ist. Grüß dich. Und in den Verbindungsdaten, da haben Sie ein Telefonat gefunden. Das ist exakt so lang wie dieses Gespräch. Und jetzt sagen Sie mir bitte, wo das Handy während dem Gespräch gewesen ist. Genau im Sendebereich von der Rosastraße. Das heißt, der Ritter hat sein Handy als Wanz benutzt. Genau. Der hat das Gespräch heimlich mit dem Handy aufgezeichnet und dann hat er es abgespeichert. Aha. Und wann hat dieses Gespräch stattgefunden? Das möchten Sie jetzt gleich wissen, gell? Ja. Genau einen Tag vor Ritter seiner Ermordung. Da, wo sein Wong 2 Stunden vor der Gesine Brandl im Haus gestanden ist. Du machst mit mir Schluss? Verstehe ich das richtig? Es war schon Schluss, als du zurückgegangen bist. Das habe ich aber anders gesehen. Dirk, das mit uns, das war immer schon auf Zeit angelegt. Gerade dir muss das doch klar gewesen sein. Wieso mir? Weil du nichts anderes kennst und auch wusst, wenn du ehrlich zu dir bist.
Was machen wir jetzt? Gute Freund bleiben. Hey, das ist mein Satz. Das sagt normalerweise immer ich. I'm so sorry, aber ihr müsst jetzt auch ein Gespräch führen, und zwar dienstlich. Ja, ich bin schon weg. Ja, Moment dann. Frau Basel, wenn Sie ein bisschen Platz nehmen. Hallo, Herr Bergmann, hier spielt die Musik. Also, der Ritter hat ein Gespräch mit der Gesine Brandl geführt und ist aufgezeichnet. Wie? Also, die technischen Details, die sparen wir uns jetzt. Jedenfalls hat die Gesine Brandl dem Ritter bei diesem Gespräch folgenden Deal vorgeschlagen. Hallo! Ja. Herr Ritter bringt Ihren Bruder um. Sie sorgen dafür, dass der Verdacht auf Ihre Schwägerin fällt. Sie erben das Vermögen Ihres Bruders. Und Herr Ritter soll einen dicken Batzen davon abbekommen. Jedenfalls mehr als die 20.000 von Ihrer Schwägerin. Habe ich das so korrekt wiedergegeben? Mir war klar, dass Ritter mich nie in Ruhe lassen würde. Also, Sie verabreden sich mit Herrn Ritter. Er kassiert erstmal die 20.000 bei Karin Brandl. Und als Sie ihm Ihre 20.000 in die Hand drücken sollen, die Sie wahrscheinlich gar nicht hatten, drücken Sie ihm stattdessen ein Messer in die Brust. Sie lassen alles verschwinden, was auf die Identität vom Ritter schließen lässt, damit es mir recht schwer haben. Und Sie Zeit genug, um den Computer zu holen. Weil dort drauf haben Sie die Gesprächsaufzeichnungen vermutet, gell? Leider nicht besonders clever. Denn das Gespräch war auf einer externen Festplatte. Tatwaffe, ein Messer, das Sie aus der Küche Ihrer Schwägerin geklaut haben, weil Zugang zum Haus haben Sie ja. Und dieses Messer haben Sie nach der Tat in den Keller von Ihrer Schwägerin gelegt und abgewartet. Frau Brandl, Sie sind vorläufig festgenommen. Wegen des dringenden Tatverdachts, Peter Ritter getötet zu haben. Frau Brandl, wenn Sie bitte mit der Kollegin mitgehen möchten. Franzi, ich komme gleich. Apropos, wenn ich fragen darf. Wie ist denn Ihr Verhör ausgegangen? Ich denke, Bewährung mit Auflagen. Aber ich habe noch ein paar Pfeile im Köcher.